Mutter und Schutzengel. Eine christliche Mutter wird ihrem Kind ein vorzügliches Schutzmittel gegen alle Gefahren des Leibes und der Seele übermachen, wenn sie dem jungen Herzen eine recht innige Verehrung des heiligen Schutzengels und zarte Liebe zu demselben, felsenfestes Vertrauen auf seinen Schutz, kindliches Gehorsam gegen seine heilsamen Ermahnungen und warme Dankbarkeit für seine zahllosen Wohltaten anerzieht. Deshalb pflanze, christliche Mutter, recht früh schon in das Herz deines Kindes diese so segensreiche Verehrung seines heiligen Engels. Es ist nicht denkbar, dass dann dein Kind in den gefährlichen Jahren der reiferen Jugend, wenn die trügerischen Lockungen der Welt und der Sinnlichkeit sich mehr und mehr mit den Versuchungen des bösen Geistes zum Verderben deines Lieblings verbinden, ganz dessen vergesse, welcher an seiner Seite als treuer Hüter weilt, mit ihm den guten Kampf kämpfen will und wird und ihm zum Ruhm und verdienstlichen Siege über die drei verbündeten Heilsfeinde verhilft. Im Gedanken an den heiligen Engel wird er mit Abscheu sich von allem abwenden, was diesen reinen Geist von seiner Seite treibt und so seine höchsten Güter, Glaube und Unschuld wahren. Doch wie könnte eine christliche Mutter, die berufen und heilig verpflichtet ist, ihrem Kind ein sichtbarer Schutzengel fürs Leben zu sein, es unterlassen, selbst einen engen Freundschaftsbund mit dem heiligen Engel ihres Kindes zu schließen? Ja, des Kindes Engel und die Mutter desselben gehören zusammen. Sie wollen vereint wirken, vereint wachen und besonders vereint beten für das Kind. Er, der es mit dem Kind herzlich gut meint, der als Fürst des Himmels so viel vermag, der so weise ist, wie sollte dieser Engel nicht der um des Kindes Glück besorgten Mutter in ihrem schweren, verantwortungsvollen Berufe raten, beistehen, ihren Bemühungen reichen Segen erbitten? Kindererziehung ist Engelsgeschäft. Gehört dazu nicht auch Engelshilfe? Diese wird dir, Mutter, auf dein Bitten reich zuteil. Probiere es nur. Und du wirst in vielen Fällen ganz auffallend Engelshilfe erfahren. Du wirst erleuchteten Auges im Erziehungsgeschäfte gar manches gewahr werden, das du früher übersahst, geschärften Ohres hören, was dir sonst entging. Du wirst stark sein dem Kind gegenüber, worin du bisher zu schwach und nachgiebig gewesen bist. Kurz, dein Wirken wird stets vom heiligen Schutzengel deines Kindes kräftig unterstützt werden. Und kannst du, Mutter, dein fern von dir weilendes Kind in den mannigfachen Gefahren, die ihm für Leib und Seele drohen, nicht schützen? Oh, bete umso inniger zu des Kindes heiligem Engel. Und naht früher oder später die Stunde, in der du heimgehen sollst ins himmlische Vaterland, in der du Abschied nehmen musst von deinem teuren Kind, welch ein Trost wird dann deinem besorgten Herzen gewähren, die Gewissheit, sein Engel behütet es. Ruhig kannst du dann von hinnen gehen, gute Mutter, denn an der Hand des Schutzengels wird dein Kind einst drüben im Hafen der Seligkeit nach all den Stürmen dieses Erdenlebens landen, dort, wo es als Genosse seines heiligen Engels Lob und Dank darbringen wird, ewiglich. Ihr heilgen Schutzenglein, ich grüß euch all, bewahret mich vor dem Sündenfall. Schutzenglein, seid mir alle gegrüßt im Namen des Heilands, Herrn Jesus Christ. Schutzenglein lieb, Schutzenglein gut, ich danke für eure Wache und Hut. Empfehlt mich der heiligsten Jungfrau voll Gnaden, dass mir die bösen Geister nicht schaden. Und hab ich beschlossen den Lebenslauf, so nehmet mich zu euch in den Himmel auf. Amen. Schutzenglein mein, lass mich dir empfohlen sein, bei jedem Schritt, bei jedem Tritt, geh du, mein lieber Engel, mit.